Willkommen zurück zu Let's Play ESO, Folge 244, glaube ich, oder 245, ich bin mir nicht mehr 100% sicher. So, ich zermammel eine Spinne und dann gehen wir raus, hier, wo ist der Ausgang? Da. Und reden mit Brenda in Ivarstadt, denn den haben wir gerade befreit. Wo ist er denn? Ich habe keine Ahnung. Irgendwo hinten. Da hinten muss auch noch irgendwo der Schlund der Welt sein. The Throat of the World, so heißt der ja im Englischen. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich Skyrim immer im englischen Original gespielt habe. Und wenn ich hier keine 4000 Stufen sehe, also ganz ehrlich, wenn ich hier keine 4000 Stufen sehe oder sonst was, ne? Der muss ja hier sein. Dann bin ich echt verdammt enttäuscht. Dann bin ich, weil das ist eines der wichtigsten Dinge, die es so in der Lore von Himmelsrand eigentlich gibt, der Schlund der Welt. Oh, diese alten Knochen. Braucht ihr etwas, Freund? Ich habe mehr als genug für zwei zu tun, also lasst mich in Ruhe. Moment, mit dem wollte ich gar nicht reden. Noch nicht. Ich wollte erst hier mit Brenda reden, genau. Ihr habt es geschafft. Das freut mich. Was ist mit dem Nekromanten? Er ist tot. Dann schuldet euch ganz Ivarstadt Dank. Es hätte unserem Dorf den Untergang bringen können, wenn er ungehindert hätte weitermachen können. Hier, es ist zwar nicht viel, aber nehmt dies als Zeichen meines Danks. Ja, mache ich. Dankeschön, 133 Gold und 2265 Erfahrungspunkte. Ist nicht schlecht. Braucht ihr etwas, Freund? Ich habe mehr als genug für zwei zu tun, also lasst mich in Ruhe. Außer ihr sucht Arbeit. Welche Art Arbeit habt ihr denn anzubieten? Ah, ihr seid also hier, um zu arbeiten. Warum habt ihr das nicht gleich gesagt? Wenn ihr euch nützlich machen wollt, dann hätten wir da ein fieses Ungezieferproblem in unserem Heu. Die Pferde weigern sich, an diese Dinge ranzugehen, die da drin nisten. Ich schätze, sie können sie riechen. Ihr wollt also, dass ich mich um die Käfer kümmere? Genau. Verteilt einfach das Heu und sie sollten auffliegen. Aber Glühfliegen sind fantastische Angelköder. Anstatt sie nur zu vertreiben, solltet ihr sie für mich fangen. Wir können ja nicht einfach so gute Köder verschwenden. Na gut, ich werde es mal versuchen. Okay. Glühfliegen fangen. Glühfliegen. 10 Glühfliegen. Also ich fand, was sind das für komische Quests hier? Ich habe fast schon das Gefühl, das war hier mal als Startgebiet gedacht. Hallo. Das sind eigentlich so Anfängerquests, die man hier bekommt. Glühfliegen fangen, ein paar Sachen trinken. Weißt du, es ist. So was man normalerweise in Startsituationen bekommt in dem OS, also in Start Areas. Also in den Stadtgebieten, wenn man gerade so Level 10, wenn man sich gerade einen Charakter gemacht hat und man levelt hoch, die ersten Quests sind immer so kleine niedliche Sachen wie Glühfliegen fangen, vor allem bei den koreanischen MMOs ist das ja immer so. Glühfliegen fangen oder, beziehungsweise nicht Glühfliegen fangen, sondern irgendwelche Insekten fangen oder Schmetterlinge fangen, irgendwelche Sachen sammeln. Irgendwie ganz, ganz blöd eigentlich. Und wieso ist das Heu hier überall verstreut? Wieso steht ein liegender Stroh rum? Oder 10 Eber töten. Solche Sachen sind ja normalerweise im Startgebiet. Auch dieses irgendwo rumrennen. Oder sich betrinken. Irgendwie solche Sachen sind ja normalerweise im Startgebiet, weil man so ja auf dem High-Level eigentlich nicht mehr macht, ne? Im High-Level tötet man ja irgendwelche Bosse oder sowas. Ich meine, es ist eine nette Abwechslung, mal sowas zu machen. Aber ich wundere mich. Und die letzte Glühfliege. Wundert mich so ein bisschen, dass die Pferde Angst vor blöden Glühwürmchen haben. Schon fertig? Habt ihr die Viecher? Sicher. Das ist eine schöne Menge. Damit sollten wir einen ordentlichen Fang machen. Lauft rüber und bringt sie meinem Sohn Ulfsloh. Der sollte draußen hinter dem Haus angeln. Er wird ein paar Münzen für euch haben. Ehrliche Arbeit wird auch ehrlich entlohnt.
Es soll ja keiner sagen können, ich wäre ein Geizhals. Genau das meine ich. Und hier kriegt man einfach nur so ein komisches... Das ist eine ganz, ganz komische Quest. Die sind ganz, ganz, ganz komisch. Was habt ihr da, Fremder? Die sind so mundan. Die sind so flach. So irgendwie so Standard. So alltäglich Probleme, weißt du? Glühfliegen? Sicher, gebt sie her. Ich könnte sie gebrauchen. Heute beißt nichts an. Hier sind ein paar Münzen für eure Umstände. Für ein paar Umstände gibt es auch nur ein paar Münzen, denke ich mal. Ja, das habe ich mir gedacht. 131. Das ist ganz komisch. Mit 131 Münzen kann ich auch nicht besonders viel anfangen, weil meine Sachen, die ich kaufe, die kosten ja schon 400, 500 oder sowas. Also wenn ich Tränke kaufe. Ganz, ganz komisch. So, jetzt gehen wir noch kurz den Wegschrein holen. Und dann gucke ich mal nach, ob die 7000 Stufen da sind. Und wenn die nicht da sind, dann breche ich das Let's Play ab und sage, fick dich, Zenimax. Auf so eine Scheiße lasse ich mich hier nicht mehr ein. Nein, natürlich nicht. Aber ich bin verdammt enttäuscht, wenn die nicht da sind. Die werden schon da sein, oder? Die 7000 Stufen nach Hohrotka. Den Grau. Wie sind denn nochmal Graumäntel? Graubärte. Die müssen einfach da sein. Die sind so wichtig für die Lore, dass sie einfach da sein müssen. So. Hier ist schon wieder jemand tot oder sowas. Da sind bestimmt in die Kavernen rein. So, hier sind ein paar Stufen. Und das ist wieder die Quest. Ich glaube, eben schon angenommen. Hier sind ein paar Stufen. Da ist ein Frostroll. Ja, also ich glaube, die 4000 Stufen sind tatsächlich da. Boah, Level 36 ist ja niedrig. Ich hätte den mal gucken. Doch, die Stufen sind da, aber jetzt will ich auch nach Hochrotka hoch. Ne? Jetzt will ich da auch hoch. Frostherzblüte. Solche Blumen werden oft als mächtige Heilmittel eingesetzt. Vielleicht könnte sie jemand in Ivarstadt brauchen. Wieso ist denn hier alles abgesperrt? Was ist das denn? Also wie lächerlich ist das denn bitte? Wie lächerlich ist das denn bitte? Wir hatten keinen Bock, Hochrotka zu bauen. Also, hier ist eine Straßensperre und ein paar umgestürzte Bäume. Weil, Gründe. Wie lächerlich ist das denn? Der Schlund der Welt ist nicht besonders hoch. Eine Festung sehe ich da oben auch nicht. Wenigstens sind die Stufen da. Teilweise. Das ist echt enttäuschend. Das ist verdammt enttäuschend, weil das verdammt wichtig ist für die Lore der Nord. Krähe und Rabe. Drei kurze Fabeln. Die Krähe und der Rabe sahen den Kormoran Barbe zu, wie er nach Fischen tauchte. Wenn ich doch nur tauchen könnte, sagte die Krähe. Ich esse so gern Fisch. Was? Sagt der Rabe zum Raben. Schluss auf. Ich lese das nicht durch. Ich bin ganz sauer. Wenn ich die Folge nicht gerade erst angefangen hätte, dann würde ich sie auch beenden. Weil sowas stinkt mir im Würzelhimmel. Ich habe ja schon gedacht, hier und da stimmt schon irgendwas nicht, als ich die Dinger gesehen habe. Aber dass ja nochmal irgendwelche so komische Absperrungen kommen und sagen, da darfst du jetzt nicht lang. Also, das ist für mich ja los. So, wahrscheinlich ist die... Ich tue, was ich kann, aber die Waffen des Wurmkults sind furchtbar scharf. Wir hätten vorsichtiger sein sollen. Angesichts unserer Aufgabe hätten wir wissen sollen, dass es Gefahren geben würde. Was wolltet ihr denn hier erledigen? Wisst ihr, was für ein Ort dies ist? Für Gipfelkavernen?
Hier wurde eine von Iskramors Gefährten begraben. Ihr Name war Hagra. Wir sind hier hingekommen, um sicherzugehen, dass ihr Grabmal sicher ist, aber die Wurmkultisten waren bereits hier. Sie haben uns da drin überfallen und wir sind ihnen gerade so entkommen. Und was hat der Wurmkult hier vor? Ich fürchte, sie könnten beabsichtigen, Hagras Geist zu versklaven. Mhm. Aber wir haben noch Zeit. Werdet ihr uns helfen? Wenn ihr diesen Splitter in eine der Leichen der Kultisten in der Höhle rammen könntet, dann wäre Hagra in der Lage, dessen Körper zu übernehmen und uns mitzuteilen, wie wir sie aufhalten können. Das klingt ziemlich widerlich, aber gut. Ihr habt Fragen? Die Wasser des Wissens fließen schneller durch Arunel, aber ich werde beantworten, was ich kann. Nö, eigentlich nicht. So, Dekonus, mit der sollen wir reden. Vor gar nicht so langer Zeit wusste ich nicht mal, dass es den Wurmkult überhaupt gibt. Jetzt sind diese Würmer überall, erschlagen Leute und zerstören Dörfer. Das muss aufhören. Ja, ich bin hier, um meine Hilfe anzubieten. Wir werden sie brauchen. Wow, das war's. Okay. So, da hinten war noch eine Quest. Wahrscheinlich müssen wir diese komische Blume abgeben. Wahrscheinlich ist hier jemand krank. Hier war doch noch irgendwie wer, was, irgendwas, irgendwie, irgendwo. Irgendwer war hier doch noch, wie es so lief oder sowas. Irgendwo war hier doch noch eine Quest, als wir da die Stufen hochgestiegen sind. Ja, siehst du, dann gebt die Ostherzblute jemanden, der sie braucht. Und zufälligerweise wissen wir auch ganz genau, wer sie braucht. Wahrscheinlich irgendeine Frau oder irgendein Typ. Wahrscheinlich eine Frau, die krank ist oder sowas. Oder ein Typ, der krank ist und die Frau kümmert sich um ihn. Irgendwie sowas. Im Gasthaus. Na, siehst du das, sage ich. Oh, Misrai. Diese hat gerade keine Zeit zum Plaudern, Fremder. Ich muss mich um diesen armen Mann kümmern. Aber mit den Zutaten, die ich hier habe, kann ich wohl kaum mehr für ihn tun. Erstens, was macht denn eine Khajiit in Ivarstadt? Und zweitens, ich habe Frostherzblüten in den Bergen gefunden. Würde das helfen? Ist es wirklich wahr? Die Göttlichen müssen dabei eine Hand im Spiel gehabt haben. Frostherzblüten könnten ihn vielleicht retten. Ich werde sie gleich anwenden. Bitte. Geht auf den Balkon und erzählt es seiner Frau, Odwild. Diese Nachricht wird auch ihr Herz heilen. Ah ja, okay. Das erklärt, warum ich die Quest nicht mehr gesehen habe. Wahrscheinlich war sie das hier, die Odwild-Auengänger. Ich kann es nicht mehr ertragen, ihn leiden zu sehen. Ich weiß, dass ich ihn bald verlieren werde. Ach, keine Sorge. Ich habe Misrai das Heilkraut gebracht, das sie bracht. Das habt ihr getan? Ja. Ich muss ihn aufsuchen. Und vielen Dank. Ich kann euch das niemals zurückzahlen. Hot Wheels Anhänger und 131. Schon wieder was Grünes. Das ist sehr komisch. Das ist echt ganz, ganz komisch. Also von den Belohnungen bis zu den Quest Objectives, bis zu den Quest Zielen, sage ich mal. Sind das alles Quests, wie sie in ein Startergebiet in einem typischen MMO passen würden. Das ist ganz, ganz komisch. Aber hey, wenigstens haben sie hier an die Wasserfälle gedacht. Das ist ja immerhin was. Ob man da auch weggetrieben wird? Ja, das würde ich jetzt über lieber nicht versuchen. Ich bin echt sauer. Ich bin echt sauer. Dass hier der Schlund der Welt nicht ist. Gehört auch zum Falkenreich, aber der kommt ja, das kommt ja nie. Garantiere ich euch, dass der, wenn, dann irgendwie in 2-3 Jahren kommt, maximal, mindestens. Weil die konzentrieren sich ja eben auf diese kleinen PvE-Gebiete, die von allen gespielt werden können, ne? Wie zum Wodka zum Beispiel. Kann ja jede Allianz rein, oder hier, Heves Fluch kann ja jede Allianz rein. Zyrodiil kann ja jede Allianz rein. Es kommt ja als nächstes hier das Gebiet. Das Gebiet kommt ja als nächstes. Wahrscheinlich auch wieder für jede Allianz. Also die sind allianzneutralen Gebiete. Darauf konzentrieren sie sich ja. Was ich echt scheiße finde, ganz ehrlich.
So. Wir sollen den Kristallsplitter also bei einem Wurmkultisten-Leiche einsetzen. Damit diese Leiche von einem der Gefährten oder einer der Gefährten von Iskramor übernommen werden kann. Und damit die uns dann sagen kann, wieso gehe ich eigentlich lang? Ich weiß sowieso nichts. Damit sie uns sagen kann, wie wir sie aufhalten können. Also die Wurmkultisten. Das ist komisch. Und zwar so komisch, dass ich jetzt eine Aufnahmepause mache. Hallo. Und willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Online Folge Nummer... Ich habe keine Ahnung, denn ich habe die letzten paar Folgen immer wieder... mich verzählt. So. Mit Facecam. Ich probiere das einfach mal aus. Ich weiß gar nicht, ob das klappt oder nicht. Hallo. Ich bin da so komisch ausgeschnitten. Ich weiß gar nicht, ob das richtig ist oder nicht. Wer sich wundert, warum mein Headset so komisch ist, das kann ich nicht empfehlen, ne? Aber dazu vielleicht mal mehr, wenn jemand fragt, warum ist denn dein Headset so kaputt? Genau, Tagebuch. Wir spielen einfach mal nochmal weiter. Ich habe einfach nur eine Kamera unten in der Ecke. Ich hoffe, die stört keinen. Wenn die einem stört, dann einfach sagen. Und dann kommt die auch ganz, ganz schnell wieder weg. So, Netapatu und seine Begleiter kamen zur Vollgipfelkaverne, um Zwiesprache mit Sakra, einer von Iskramors Gefährten, zu halten. Dann haben Wurmkultisten angegriffen und sie vertrieben. Die Kultisten dürfen Hakra nicht unter ihre Kontrolle zwingen. Netapatu hat... Genau, wir sind ja immer noch in Iverstadt oben, in der Umgebung von Iverstadt. Da ist der komische Berg da oben, oder soll es damit sein. Der ist super enttäuschend und fast schon für einen Augenblick der Grund gewesen, das Let's Play zu pausieren, weil das so enttäuschend war. Aber jetzt machen wir einfach mal weiter. Wir setzen den Kristallsplitter bei den Kultistenleichen ein. Genau, das machen wir. Ich spiele mal ein bisschen Leichenflatterer, ne? Das haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht. Diese tiefe, natürliche Höhle mit mehreren Kammern wurde im Laufe der Jahrhunderte... Immer das Gleiche. Immer das Gleiche. Also, es ist ein Spieler und eine Wurmkultist-Schlechterin. Wieso steht da eine Schlechterin? Wieso? Gut. Ist ja auch egal. So, hier sind Fallen. Aha. Ach, die liegt da auf dem Boden. Ach so. Sprecht mit dem wiederbelebten Leichnam. Ja, das war ja. Das war ja einfach. Wessen Körper ist das? Dieses Fleisch stinkt. Ihr habt mich in einen dieser Kultisten gesteckt. Seid verdammt! Ja, kümmert euch nicht drum. Warum ist der Wurmkult hier? Sie haben es auf mich abgesehen. Sobald sie die Abwehrvorrichtungen meines Grabmals durchbrechen, kann mich ihre Magie ihrem Willen unterwerfen. Wenn ihr das Beste seid, was diese Zeit zu bieten hat, dann verstehe ich, warum man in der Vergangenheit nach Helden sucht. Vorsicht, ja, sonst breche ich das Gespräch ab und gehe woanders hin. Und wie soll ich sie aufhalten? 3 Begräbnisurnen ketten meinen Geist an dieser Höhle. Mhm. Ich kann sie nicht verlassen, solange es die Urnen noch gibt. Zerstört sie und ich kann flüchten, bevor die Kultisten mich binden. Mhm. 2 Urnen ruhen in den unteren Bereichen der Höhle. Zerstört diese zuerst. Ja, lebt wohl. Dann machen wir das. Zerstört die Urne von Kühne und von Stun. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist nicht so schlau, die Urnen kaputt zu machen. Ich meine, die sind ja schließlich von Kühne und von Stun. Also Stun sagt mir nichts, aber Kühne. Und Urnen von Göttern kaputt machen, das klingt irgendwie nicht so schlau. Ich habe übrigens die Beleuchtung hier nicht so gut eingestellt. Ich habe da so eine komische Lampe. Ich kann ja mal eine andere anmachen, pass auf. Dann ist es blendi. Oh, Atomkraftwerk. Jetzt ist es normal. Und jetzt ist es so eine kleine Lampe, die gegen die Wand strahlt. Und ich hab ja schon öfter gesagt, ich sitze direkt unterm Dachfenster. Es ist Abend, die Sonne scheint rein. Also nicht wirklich, aber ja. Also die Beleuchtung ist auch nicht ideal. Ich habe mir gedacht, ich probiere es einfach mal per Facecam, weil die sich ja relativ oft gewünscht wurde. So, Nila Bilavel. Er ist dem Untergang geweiht. Und das ist meine Schuld. Hm. Ich bin wie ein Feigling weggerannt und habe ihn dort zurückgelassen. Wen fasselten sie hier voll mit Untergang geweiht und Schuld und von wem redet ihr eigentlich? Charadin. Als die Kultisten angriffen, liefen alle davon. Charadin und ich blieben allein zurück, verloren in der Höhle. Sie fingen ihn ein und es gab ein Ritual.
Oh, was sie ihm angetan haben. Ich hätte versuchen sollen, ihn zu retten, aber ich tat es nicht. Ich bin einfach nur gerannt. Sie hätten euch auch nur gefangen genommen. Ich weiß nicht mal, ob er noch lebt. Und sie haben auch noch unsere Ausrüstung gestohlen. Ich weiß, es klingt dumm, aber mir liegen diese Sachen am Herzen. Bitte findet ihn und schnappt euch unsere Ausrüstung, falls ihr Teile davon seht. Ja. Und ihr solltet jetzt wegrennen. Weiter wegrennen. Jaradin könnte noch am Leben sein. Warum musste ich nur fliehen und ihn zurücklassen? Sollte es nicht eigentlich wichtiger sein, ihren Freund, anstatt die Ausrüstung zu retten? Ich meine, klar, das ist ein Dunmeer und Dunmeer sind so, aber... Ja, natürlich. Vergesst die Ausrüstung. Rettet einfach nur Jaradin. Eigentlich bin ich Mitglied in der Magiergilde. Dann kann ich Sachen einfach... Ja, siehste? Kann ich einfach Quest-Schritte überspringen. Dann brauche ich die Scheiße nicht tun. So. Ich habe mir gedacht, es ist ja doch schon relativ arschig gewesen von mir, nicht zu verraten, wer mich zum Werwolf gemacht hat. Aber das sage ich gleich mal hier nach. So, und zwar war das die gute App 107. In den Kommentaren Dauerzocker. Der hat mir das angeboten während einem Sammeln, habe ich ja schon gesagt, ne? Steht hier oben. Komm runter! Das Ding. Was hat der Loot da oben fallen gelassen? Mann, wie soll ich denn da jetzt hinkommen? Kann ich hier hoch? Ja, das geht. Hallo, kann ich hier nicht. Ach, doch, das Ding mitbringen. Gold! Juhu! Mir fällt gerade auf, dass die Facecam bei mir blau und orange ist. Das ist super, denn das ist ja. Sind ja Farben, die sind voll im Kontrast. Das lässt das Ganze schön. Ich komme übrigens gerade frisch aus der Dusche. Deswegen sehen meine Haare eventuell so aus, als ob sie ungewaschen wären, weil die nass sind. Das ist widersprüchlich, ne? Aber so ist das ja. Gut. Also der gute App 107 hat mich in Werwolf verwandelt, während dem Livestream, in dem ich die ganzen Scherben in Schattenfen gesammelt hatte. Und ein paar in den... Ja, da ist ja die Urne von Kühnen, die machen wir mal kaputt. Das ist. Die Toten erheben sich in den Höhlen. Sie riechen noch strenger als ihr. Die ist so nett, das ist unglaublich. Kann die uns überhaupt riechen? Riecht die sich nicht selber ständig? Wahrscheinlich riecht sie sich ständig selber und riecht uns gar nicht selber. Was? Wieso helft mir? Wer ist denn da oben? Ausgewichen. Schon Feuerding da, du bist da. Lächerlich. Du, hast auch noch was? So, umgehauen. Und Impfgold. Ich muss echt mal umspecken. Ich mache viel zu wenig Schaden. Zerstört dieses Ding! Beeilt euch! Ja, Moment, ich falle hier ständig runter. Das ist doch bestimmt dieser. Ich kann ja nicht hoch. Ja, das geht doch. Das ist doch dieser komische. Ja, genau. Die wollen ihm bestimmt seine Seele klauen. Bäm. Hab Dank. Ja, renn halt weg. Gut. Dann ist das erledigt und wir können mit ihnen reden. Wir können. Hier, dahin. Die Urne von Stun. Da sind wir sogar richtig gelaufen. Sieh mal einer. Kommst du denn her? Bist du gerade aus dem Fels gerannt? Komm, gerutscht. Ein Assassin. Können sie sich unsichtbar machen? Sollten sie können. Hallo. Ihr sitzt davor, als ob ihr das irgendwie anbieten würdet. Warum? Müsstet ihr nicht euren Freund Monarch anbeten, anstatt zu tun? Die letzte Urne ist über uns. Beeilt euch! Der Wurm ergreift allmählich Besitz von mir! Zur Hölle. Der Wurm greift Besitz von ihr. Vielleicht sollten sie dann mal Wurmentfernungsmittel nehmen. Lustig. Zum Tierarzt gehen. Ein Hartledermaus.
Hallo, ich muss euch beide noch kurz erledigen. Wenn ich nicht noch da bleiben könnte, hätte ich jetzt noch ein bisschen Eifer, das wäre schöner. Was? Sterben ist ein wichtiger Teil des Lebens? Ja, finde ich auch. Deswegen gebe ich ihn ja euch ja, ne? Deswegen gönne ich euch das Sterben so sehr. Ihr blöden Wurmkultisten. Seid doof. Hallo? Du rennst und du fliegst und du kriegst was auf die Schnauze. Und jetzt stirbt es einfach so. Und dann nochmal zwei. Habe ich schon mal gesagt, dass das mir in ESO einfach zu viele Gegner sind? Ich glaube schon, ne? Es sind mir nämlich zu viele Gegner. Ah, sind mich gerade alle voll? Alle voll, sind mich voll. Intrigen und Hasel und irgendwas immer. Ja, hol dort deine Fleischatonarchen, der fällt dann sowieso gleich wieder. Bin ich hier überhaupt richtig? Ja, ne? Ja. Oh, Moment mal. Wieso sagt mein Questziel, ich soll die Urne von Sune töten, zerstören? Hab ich das nicht gemacht? Doch, hab ich. Ich hab doch die Urne zerstört. Wie? Zerstört die Urne von Sune. Von Shor. Ich hab. Wieso soll ich denn jetzt die Urne von Shor zerstören? Blue! Da. Und Orange! Wie soll ich denn die Urne von Shor zerstören? Das ist doch vollkommener Quatsch. Ich kann doch nicht eine Urne zerstören, die gebaut wurde zu Ehren, oder die gebaut wurde oder gemacht wurde zu Ehren von Gott der Menschen. Von Shor. Von Lorkhan, sozusagen. Ich kann die noch nicht zerstören, das ist doch vollkommener Quatsch. Wie widersprüchlich ist das denn hier? Ich weiß nicht, wieso ich die zerstöre. Man das ist hier. Ich muss mal kurz gucken, warte. Ist ihr Geist irgendwie an die Urnen gebunden? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Ja. Also ihr Geist an die Urnen gebunden, aber ist das nicht irgendwie eine Frevelei von mir, wenn ich da die Urnen von den Göttern zerstöre? Das ist doch irgendwie Quatsch, ne? Ich meine, wenn es die einzige Möglichkeit ist, dir zu helfen und den Geist zu befreien, was irgendwie auch Quatsch ist, ne? Weil die müsste ja in der Nord sein und in der Nord müsste eigentlich an in Sovngarde sein. Vor allem. Ah, scheiß drauf. Da geht's tief runter. Ich kann ihn jetzt nicht binden lassen an diese komischen Urne, um die zu sichern. Wird bestimmt irgendwann mal besprochen und ich hab's einfach vergessen. Ich bin jetzt sein. Gebt Acht, wenn wir uns das nächste Mal begegnen. Wer breitet die Saat aus Hass und Zwietracht in dieser Welt der Sterblichen? Hä? Das gab doch gar keinen Sinn jetzt gerade. Ich habe die Urnen zerstört, um ihren Geist zu befreien, was dazu geführt hat, dass sie jetzt unter der Kontrolle des Wurmkults ist. Hätte ich die Urnen nicht zerstört? Ich glaube, wir werden schon wieder reingelegt. Gold mag die Wurzeln allen Übels sein, doch wir alle brauchen Wurzeln. Voll philosophisch und so. Diese Dialoge im Spiel, diese Quest in dem Spiel, ne? Okay, das ist vielleicht nicht so klug, da durchzurennen.
Da ist sie ja. Akra. Hallo. Ach, jetzt greift sie uns natürlich auch an. Ne? Das ist zum Schweigen gebracht. Also wirklich. Hier. Ich muss hier raus. Wir sehen uns später draußen. Ja, verpiss dich halt. Lass mich mit dem einmal ein. Eichen in den Stimmt, in einem Schlag. Was ist denn das für ein Schloss? Ist ja kein Wunder, dass er die Hilfe von dir gebraucht hat, ne? Wenn er nur mit einem Schlag stirbt. Was ist dieser Typ? Bis jetzt wird es immer dunkler hier, weil die Sonne untergeht. Ich glaube, da muss ich mal die Atombombe anmachen. Nee, komm, lassen wir sie noch raus. Die Folge ist sowieso gleich vorbei. Es ist also der zweite Teil der Folge. Oh, ganz viel Zeugs hier. Streitkolben, Helm, Handschuhe, Biedenhänder. Okay, Biedenhänder. Ich will wieder auf Biedenhänder wechseln. Eine Spinne! Auf Biedenhänder will ich wieder wechseln, weil ich finde, so Schwerte haben doch wieder mehr Stil als Äxte und Ding, ne? Der einzige Grund, warum ich ja damals auf Axt gewechselt bin, ist ja, dass, Dietrich. Oh, Schild. Schild ist auch gut. Ich will ja auf Schwert ein Schild wechseln als zweite Waffe. Habt ihr ja momentan einen Bogen. Totaler Quatsch eigentlich. Na ja gut, nicht totaler Quatsch, aber es würde effektiver sein, wenn ich mit Schwert ein Schild spiele. So. Moment, ich muss doch raus, ne? Wo ist denn der Ausgang? Hier sieht aus, als ob das der Ausgang wäre. Ich gehe aber den Pfeil nach. Ui, oh Gott, ich spalte schon wieder. Wo war ich gerade? Ich habe irgendwas gesagt und dann habe ich schon wieder vergessen. Moment mal, bin ich hier falsch abgebogen? Hätte ich hier abbiegen müssen irgendwo? Meine Karte sagt, hier geht's runter. Ich bin im falschen Stockwerk. Also doch da lang. Macht ja auch Sinn, ne? Ich gehe jetzt einfach vorne lang da. So 17 Minuten schon. Ich glaube, der erste Teil der Aufnahme war, ich glaube, 15 Minuten lang oder 14 Minuten oder sowas. Die Vögel gibt sich mehr den. Was denn hier? Ach, jetzt bin ich. Ah, jetzt bin ich beim. Ah, ja, okay, jetzt bin ich beim. Ne? Okay, dann sprechen wir draußen mit Hakra, die sich irgendwie, die jetzt befreit ist, weil wir die Urnen für die Götter zerstört haben. Das, ja, ich muss es nicht verstehen. Ich hinterfrage eh so schon lange nicht mehr. Die legen da sowieso nie viel Wert auf Jugend, auf Logik. Habe ich zumindest das Gefühl. Dass 90% der Quests so unlogisch sind, dass man einfach sagt, ja, gut. So. Nila, Dingsda-Bumsner, ich habe ja deinen Freund gerettet. Ihr habt Charadin gerettet. Richtig. Seid gesegnet. Freut mich, dass ihr beides geschafft habt. Ihr rettet im wahrsten Sinne des Wortes Leben. Ja, ist das... Charadin ja. Und ich werden einen Bericht über unsere Abenteuer hier veröffentlichen. Ja, das ist ganz schön und sowas. Das interessiert mich ehrlich gesagt. Richtig. So, sprecht draußen mit Hakra. Aber was Hakra zu sagen hat, das sehen wir dann in der nächsten Folge von Elder Scrolls Online. Haha, Cliffhanger. Bis dahin. Ciao.